Natürlich ist das Ziel jedes Unternehmens, einzigartig zu sein, sich vom Wettbewerb abzuheben, sich nachhaltig vom Wettbewerb zu differenzieren. Und ich glaube, dass wir hier mit unserem neuen Auftritt, mit unserer neuen Mahnroland, unserem neuen Logo, unseren neuen Farben, allem, was Sie hier sehen, eine neue Marke schaffen. Ein 163 Jahre altes Traditionsunternehmen des deutschen Maschinenbaus erfindet sich neu. Natürlich haben wir auch technisch einiges zu bieten, so beispielsweise eine Weltneuheit. Immer ein Roland oder Mahnroland, jetzt künftig steigt ins Pico-Format ein. Wir bieten die Roland 50 neu an und runden damit unser Produktionsprogramm nach unten ab. Unser technologisches Flaggschiff, die Roland 700 Direct Drive, Direktantrieb, neuerdings wieder Weltrekordhalter mit 169 Plattenwechseln in 24 Stunden. Dann haben wir schließlich unsere Neuerungen bei der Roland 900 XXL. Hier ist zu nennen zum einen das 7B Plus Format und unsere Inline-Farbmessung Inline Color Pilot. Darüber hinaus eine Reihe von Innovationen in unserem Print-Value-Programm, das heißt im Softwarebereich, im Dienstleistungsbereich, im Beratungsbereich und mit unseren verfahrenstechnischen Systemkomponenten. In der Rolle haben wir natürlich auch einiges zu bieten, so beispielsweise den fliegenden Eindruckwechsel DynaChange bei der Rotoman. Wir haben hier ein Konzept für eine 96 Seiten Litoman. Übrigens die breiteste heute stehende Litoman mit 2,25 Meter steht bei der Firma Fink in Ostfildern. Damit natürlich eine starke Konkurrenz in einigen Auflagenspektren für den Tiefdruck. Wir bieten an den automatischen Plattenwechsel für die Litoman, erhöhen damit signifikant die Produktivität und wir bieten als Marktführer in dem Segment Hybriddruck Heatset-Coldset-Systeme für aufgebesserten Zeitungsdruck, zum Beispiel mit UV-Trocknung. Print Value steht bei uns für vier neue Marken, mit denen wir unser Kerngeschäft Bogendruckmaschinen, Illustrationsrollendruckmaschinen und Zeitungsdruckmaschinen ausbauen, mit dem Ziel, unseren Kunden noch mehr Nutzen und Dienstleistungsorientierung zu bieten. Das ist zum einen PrintNet, unser Software-System, unsere Softwarelösungen für Verlage und Druckhäuser. Das ist Print Services, unser komplettes Dienstleistungsprogramm von der Telepräsenz über Remote Services bis hin zu Wartungen und Maschinenumzüge. PrintCom steht bei uns für verfahrenstechnische Systemkomponenten rund um die Druckmaschine, die wir zertifizieren und für noch mehr Prozessstabilität und Genauigkeit unseren Kunden anbieten. Und schließlich ist unsere neue Marke, die wir jetzt auch hier zur Drupa erstmalig so richtig in den Markt einführen, Print Advice, also Beratung rund um die Druckmaschine, rund um den Druckprozess. Wir werden auf unserem Stand einen relativ großen Bereich haben, den wir nur den Themen Ökologie und Umwelt widmen werden. Hier geht es um Ressourcenschonung, hier geht es um Makulaturreduzierung, hier geht es um Energieeffizienz und hier geht es um Emissionsschutz. Und wir zeigen beispielsweise mit einem sogenannten Ökorechner, der in unserem Hause entwickelt worden ist, wie Druckereien über unseren und ihren Einsatz im Bereich Ökologie und Umwelt Kosten sparen und sogar die Qualität steigern können. Wir haben hier 12 Exponate, davon 6 laufende Bogendruckmaschinen. Wir stehen hier insgesamt auf 4000 Quadratmetern Grundfläche und 1300 Quadratmetern Galerie. Daneben wollen wir natürlich aber auch Freude an der Arbeit haben. Und insbesondere ich habe diese, weil es ist eine riesen Herausforderung für einen Marketingleiter, für einen Marketingverantwortlichen, punktgenau zu einer Drupa, ein Unternehmen, vor allem eines, das 163 Jahre alt ist, neu aufstellen und neu positionieren zu dürfen, mit neuem Logo zu versehen, mit neuen Markenwerten und so zukunftsfähig
in der Eigenständigkeit und mit dem Ziel eines Börsengangs zu machen.